Was geht, Leute? Hamburg, das ist Florian. Herzlich willkommen zur FIFA Ultimate Team Folge Nummer 7, Bundesliga von Bronze. Zu in Form, bevor wir mit dem Thema anfangen, seht ihr hier gerade, ich habe mir einen neuen Spieler geholt. Und zwar ist das Onkorongwo, ein Stürmer, 64 Gesamtwertung, 81 Tempo, zwar nur 59 Schuss, aber Ashaba war mir da vorne einfach viel zu langsam und hat mir die Spritzigkeit bei ihm gefehlt. Mein erster Gegner ist kein guter Gegner. Chemie 53, Gesamtwertung 63. Nur drei grüne Linien, also wird das wohl ein leichtes Spiel. Ja, ich lasse das Gameplay jetzt einfach hier laufen. Ihr seht auch jetzt gerade schöner Lupfer hier von Königke, unseren schnellen Flitzer auf dem rechten Flügel mit dem 1-0. Aber jetzt erzähle ich euch wirklich mal ein bisschen was über mein Thema. Mein Thema wird dieses Mal sein Weihnachten mit der Familie. Wie feiere ich es? Wie feiert ihr es? Ja, es ist heute der 24. Dezember, Weihnachten steht vor der Tür, heute ist eigentlich Heiligabend, Geschenke sind eingepackt, der Tannenbaum ist geschmückt, das Wetter spielt nicht so wirklich mit, wir haben 10 Grad in Hamburg, also nicht so wirklich weihnachtlich. Ich feiere Weihnachten auf jeden Fall mit meiner Familie, meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Stiefvater. Wir gehen immer so um 3 in die Kirche, das ist jetzt auch gleich, müssen auch gleich los. In die Kirche, das geht dann so meistens bis 4, 5. Um 5 gibt's, dann gehen wir dann nach Hause, eine halbe Stunde kurz entspannen, chillen, dann was essen und dann gibt's Bescherung. Dann fahre ich zu meiner Freundin und zu deren Familie noch am gleichen Abend. Da gibt's dann auch nochmal Bescherung und wird das Beisammensein. Dann penne ich bei meiner Freundin und am ersten Weihnachtstag geht's dann immer zu meiner Oma, meiner Stiefoma. Die ist Italienerin und da wird auch immer reichlich gefeiert, besinnlich und viel Essen gibt es da immer bei den Italienern. Dann gibt es da auch Bescherung. Am zweiten Weihnachtstag mache ich meistens nicht, denn da ist der Jahrestag von mir und meiner Freundin. Dann mache ich meistens was mit ihr zusammen. Das ist der Ablauf von mir. Also wie gesagt, gleich jetzt in die Kirche um 3. Da gucken wir dann und beten ein bisschen und so. Und ich denke, das gehört einfach zu Weihnachten dazu. So würde ich das einfach mal sehen. Silvester feiere ich mit ein paar Freunden zusammen. Ich habe mir auch schon ordentlich Pyro und Rauchbomben und alles Mögliche bestellt. Ist auch schon da. Kann ich mal ein Foto posten auf der Hamburg Youngsters Fanpage. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie ihr Weihnachten feiert. Wie ihr das gestaltet, ob ihr mit der Familie feiert oder. Ich meine, klar, eigentlich feiert jeder mit der Familie, aber es gibt ja. Also, jeder hat sein anderes Ritual, ob ihr in die Kirche geht oder nicht, oder ob ihr morgen schon die Bescherung habt, das gibt's ja auch. Ob ihr das wie die Amis macht, dass erst morgen die Geschenke gibt. Es ist ja bei denen so traditionell, dass es erst am nächsten Morgen nach Heiligabend die Geschenke gibt. Denn Heiligabend kommt ja eigentlich erst der Weihnachtsmann und legt die Geschenke unterm Tannenbaum. Das würde ich gerne wissen von euch, wie euer Ablauf im Heiligabend oder beziehungsweise allgemein an Weihnachten ist und auch Silvester, wie ihr Silvester feiert, würde ich gerne von euch wissen. So, das war das Thema. Ich wollte kein großes Thema ansprechen. Ich wollte einfach jetzt nochmal einfach nur die Frage stellen, wie ihr Weihnachten feiert und so weiter und so fort. Das könnt ihr mir unter den Kommentaren schreiben, wie ihr das macht. ihr wisst jetzt, wie ich Weihnachten feiere. Wie gesagt, gleich geht's in die Kirche um 15 Uhr und dann gibt es heute Abend endlich Geschenke. Ja, endlich Geschenke. Und ja, wir sind jetzt, das war mein Thema, damit ist das Thema jetzt vorbei erstmal. Ich werde jetzt das nächste Spiel bestreiten. Und zwar ist das ein schottischer Gegner. Wir sind jetzt im Viertelfinale. Onkorongwo jetzt hier mit dem Schuss und der geht rein. Ganz schön gemacht von ihm, schön durchgesetzt, kriegt den Ball da. 1-0 für uns. Dann sind wir auch schon, das ist kurz nach dem Tor ist das hier, der Gegner ist mit einer Flanke und die Flanke kommt rein, der Kopfball und der ist drinnen, da konnte sich unser Abwehrspieler nicht durchsetzen. Das ist natürlich doof, ne? Das ist natürlich doof, das ist die anschließende Ecke für uns und ja, Kopfball, aber der geht ganz knapp vorbei. Ganz knapp. Schöner Kopfball hier von uns. Schöner langer Ball auf Onkorongwo. Der könnte das vielleicht mal direkt abziehen. Zieht sie auch direkt ab. Oh mein Gott, was für ein heftiges Tor. Dafür kriege ich auch direkt eine Trophäe. Schön gemacht von Onkorongwo.
Schöner Direktname, schöner Volley. Ja, jetzt kommt ein Mast hier über die Außen. Könnte vielleicht mal die Flanke, bringt die Flanke auf. Okoronko, der köpft und er macht gleich das nächste Tor. Schönes Ding hier von ihm. Dreht gleich ein bisschen durch in den ersten Folgen mit ihm. Sehr schön gemacht hier. Wir sind in der 53. Minute. Der Gegner mit dem Schussversuch, der geht ganz knapp vorbei. Schöner Versuch hier vom Gegner. Steht 3:1. In der 70. Minute, der Gegner kommt jetzt hier über die Außen. Die Flanke kommt rein. Da steht auch einer und köpft den mit so einem, ja, was war das für ein Kopfball? So ein Zurückkopfball, so ganz komisches Ding. Gerard jetzt hier mit dem Ball. Gerard mit dem Schuss war so, schießt einfach mal drauf. Der Ball prallt ab und Okoronko kann den Ball nicht platziert aufs Tor schießen. Damit immer noch 3:1. Wir sind in der 81. Minute. Ja, jetzt kommt die Flanke rein auf Kreto. Ja, aber unser Abwehr passt da super auf. Kriegt aber den Ball nicht unter Kontrolle und dann ist der Ball irgendwie, auch ich weiß auch nicht wie, einfach mal drinne. 3:2. Jetzt kann es nochmal richtig spannend werden. 90. Minute, 2 Minuten Nachspielzeit. Mast jetzt hier über die Außen, müsste einmal raufziehen, schießt drauf, aber der Torwart kann nicht festhalten. Die Partie ist zum Glück vorbei, 3:2 gewonnen, damit sind wir im Halbfinale, meine lieben Freunde, jawohl. Schönes Spiel von Okoronko, würde ich mal einfach mal so sagen. 2 Tore gemacht. Sehr schön gemacht, davor im Spiel hat er auch, glaube ich, schon 2 gemacht. Ja, wir suchen den nächsten Gegner. Der nächste Gegner ist, hat ein rotes Trikot. Die Mannschaft heißt Bronze, einfach nur Bronze, okay. Ja, eine englische Mannschaft, kann ein bisschen pacig werden. Mal gucken. 10. Minute direkt hier Klotz über die Außen. Der hat ja auch 90 Tempo über den rechten Flügel. Sehr schön gemacht. Hier schön durchgesetzt. Schöne Flanke auf Gerard und der schießt das Ding direkt rein, meine lieben Freunde. Was ist denn hier los? Wir drehen da richtig durch in den Folgen. Das ist einfach, weil Weihnachten ist und FIFA denkt, komm, den Flo, den schenken wir mal. Schöner Job hier, oh mein Gott, von Triala. Sehr schön gemacht. Schießt drauf, der wird abgeprallt. Klotz mit dem Nachschussversuch. Nein, er bringt die Flanke rein auf Okoronko, aber der Abwehrspieler kann zuvor klären und das Ding wegkämpfen. Mast mit einem schönen Ball auf Okoronko. Der schöne Schuss, finde ich, sehr schön gemacht von ihm, Schuss, aber der war zu unplatziert. Da merkt man, dass er nur 59 Schuss hat, was man ja eben nicht gesehen hat bei seinem Direktabnahme, bei seinem Volley-Tor. Okoronko ist wieder am Ball. Es geht nur über Okoronko. Schöner Finesse-Shot, aber der war zu unplatziert. Mal wieder mit 59 Schuss hat er es einfach nicht so drauf. Zweite Halbzeit, er steht immer noch 1:0. Okoronko mit einem glücklichen Pass auf Gerard, aber der Ball kann abgeprallt werden. Okoronko jetzt aber noch mal einen Schussversuch. Aber der Torwart kann ihn wiederhalten. Ja, Gerard ist hier, viel über Gerard und Okoronko, sehr schön hier, schöne Doppelpass-Schaffetten hier und dann kommt Triala mit dem Schussversuch und der geht ganz knapp vorbei, damit ist das Spiel auch vorbei. 1:0 gewonnen, meine lieben Freunde, jawohl, schön gemacht, 3 Spiele, 3 Siege, jetzt sind wir im Finale, Finale, Ja, meine lieben Freunde, hier an der Stelle nochmal vom gesamten Hamburger Ernsters-Team, frohe Weihnachten, seid bei euren Familien besinnlich, feiert besinnlich, lasst euch reich beschenken und ja, wir hören uns auf jeden Fall, denn es wird Silvester noch eine kleine Special-Folge geben von mir und Kevin. Ja, seid gespannt, euer Hamburger ist das Floß, erstmal raus und ciao.